Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bubble Sprachen lernen. Bubble up, up, all up, pop, pop, pop. Schlapp, schlapp, schlupp. Ich hab Hunger. Hab ich Vogelfleisch? Ah, ja. Hab ich Das ist verdorben. An. Das ist noch frisch. Und verdorben, das muss ich wegschmeißen. Da gehe ich mal dahinter. Ablegen. Das ist noch essbar. Ich weiß gerade nicht so richtig, das hat ich dann schon jetzt. Obwohl, einen Vogel gönne ich mir noch. Ja, obwohl ich mir eigentlich fast satt. Ach. Ich will mampfen, 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 mampfen. Kannst du da nicht nach oben fliegen? Nein. Doch. Doch. Südeli. Dann. Genau, mit was wollen wir denn anfangen? Wollen wir jetzt schon mal die Blaupause machen für unsere Mauer? Dann haben wir uns auch überlegt, ob wir vielleicht... Oh, wir sollten unser Haus vielleicht fertig bauen. Haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht die Häuser unten an den Fundamenten vielleicht irgendwelche Spikes anbringen. Ein bisschen verstärken, weil hier sind sie ja schon ganz schön ekelhaft und die hauen da ganz genau schön... Dieses Haus, wo ich hier gerade bin, da greifen sie echt oft an. Da müssen wir es auch die ganze Zeit reparieren. Da könnte man sich überlegen, da vielleicht mal Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Verteidigungsmaßnahmen, ja doch, da hast du aber. Und dann könnte man auch um unsere Siedlung rum einfach mal Fallen und so aufstellen. Aber das würde ich vielleicht eher nach hinten verschieben. Ja, das verschieben wir erstmal nach hinten. Mir geht es jetzt erstmal hauptsächlich ein bisschen. Da ist ein Durch. Loch, Loch, Loch. Stehen. Ah! Ja, wo ist der hin? Ah! Hab ihn. So. So. Hey, jetzt habe ich genug. Kann ich gleich hinhängen zum Trocknen? Ah, ich hasse das immer so. Ach, halt. So. Wenn da so ein Loch frei ist. So, besser. Und die Frage ist, wollen wir vielleicht doch irgendwann mal Effigies oder sowas bauen? Die könnten wir vor der Mauer dann irgendwie platzieren, oder? So. Ja, ich weiß aber nicht, weil ich weiß jetzt nicht, was die Wahrheit ist. Ob das jetzt die Eingeborenen aggressiver macht oder abschreckt. Ich bin mir nicht sicher. Also auf normal war es ja eigentlich nicht so, dass es... Ne, auf normal war das, also auf normal war das ja, wir haben alles Mögliche getan, damit die aggressiver werden. Ja. Und shit, das passiert und jetzt scheiße ich mir in die Hose, wenn da Leute kommen. Naja. Ich hol mal Baumstämme, um das Haus da fertig zu machen. Jupp. Inventory. Ich tat gerne mal ein bisschen Aloe Vera. Stirb. Scheiße. Das ist irgendwie cool, wenn wir mal die Motorsäge finden würden. Ja, das wäre in der Tat relativ cool. Das wäre bei manchen Bauprojekten ganz nützlich. Ich sehe schon, komm, so am Ende vom Spiel, wo wir eigentlich die Story durchhaben. Ja, wo wir alle... vorhaben, weiter zu spielen, dann auf mal die Motorsäge. Ja, ja, wie in der ersten Staffel eigentlich auch, da haben wir alles am Ende gefunden, ne? Ja. Ah, eigentlich, deswegen müssten wir uns jetzt eigentlich ranhalten mit Höhlentouren, damit wir das Zeug mal finden, bevor wir anfangen, großartig zu bauen. Mhm. Dann, wenn wir alles haben, dass wir dann bauen. Weil sonst ist es wirklich sinnlos.
Da ist wieder durch. Hol ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Hab ich. Zack. Das sind ja immer so viele Lurche hier. Ich verstehe das nicht. Lollis. Auch Hasen und Lurche und. Das ist so viel zur Zeit. Koffer. Das war, weil er mir direkt vor die Füße geflogen ist. Ich kann nichts dafür. Ich bin aus Versehen drauf getrampelt. So, so. Hast du's. Aus Versehen, ja. Ich will das jetzt fertig kriegen. Ja. Oh, da unten warten sie. Machen gerade einen Sitzkreis. Gut, also ich würde ein bisschen Abstand zu unseren Häusern lassen. Also wenn die zu uns kommen, oder was meinst du? Nee, ich meine jetzt mit der Palisade. Ach, meinst so. Du so hier so den Abstand, wenn man hier so anfängt? Alter, das wird eine Riesenmauer, das weißt du schon. Ich glaube, das übertrifft die von der ersten Staffel leicht. Oder so, naja, vielleicht hier, oder? Eher hier. Und dann bauen wir, können wir ja außerhalb der Schutzmauer weiterbauen und dann immer wieder mal eine neue Mauer ziehen. Mehr Ringe oder was? Ja genau, so mehrere Ringe, weißt du, so Abteilungen, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Genau. Mhm. So, ich tu mal die Baumstimmen. Ich werde da mal ein bisschen weg. Genau, die zwei Bäume würde ich stehen lassen, weil da sind ja unsere Federn und Baumharz. Fallen und Verteidigung. Verteidigungswand. So. Nee, lasst mich halt bauen, nicht angreifen. Ey, wer greift mich an? So, warte, ich fange hier mal so. Bist du angegriffen? Nö, die sind wieder weggelaufen. Ah, da sind sie schon. So, jetzt schau mal kurz die Mauer ein bisschen an. Passt das so für dich? Falls nicht, warte sofort. Ein bisschen. Komm zurück. So, unser Garten ist fertig. Unsere Gartenmauer, also unser kleiner Stein. Mach das Lagerfeuer an. Ich mach das Lagerfeuer an. Wow, Alter, holy shit, das kann. Überall nur die gelben Hämmer. Ja, aber ich hab's echt eng eigentlich umgelegt. Jetzt könnte man noch überlegen, wo wir Tore bauen. Da könnte man ein Tor ran. Ja. Wie macht man das denn? Wie ging das gleich noch? Ah ja, so ging es gleich. Aber ist das jetzt. Wie macht man das auf? Und ich glaube, die Aloe Veras wachsen wirklich größer, Alter. Wenn ich mir den so anschaue, schau dir mal den da an. Nicht pflücken, bitte. Ne? Siehst du den? Und schau dir mal den da hinten an. Oh, kann ich mir den schon pflücken? Ja. Also, ich glaube, die wachsen wirklich. Cool. Gut, also ich würde hier ein Tor reinhauen, passt das? Können wir hier dann mit dem Löffel hier raus? Ja. Muss man da hinten noch ein Tor bauen? So auf der Höhe, sag ich mal. Ich dachte hier, ja, gut. Ja, hier. Oder wo ungefähr dann? Ja, weil wir immer hier rausgehen und dann hier. Oh, diese. Ist da weg?
Und wir haben ja Bäume nachwachsen, ne? Ich hack mir das da weg, weil das will ich da nicht da haben. Nee, wir haben es ja aus, ne? Also wir haben es aus, sicher. Ja, klar, was sonst wäre hier alles voll. Weil die wachsen innerhalb von einem Tag wieder nach. Darum würde ich die echt weghauen und dann, wenn wir uns entscheiden, wieder vielleicht Bäume nachwachsen zu lassen, dass die halt nicht in unserer Siedlung da. Vor allem, das Problem war doch, wenn man doch, glaube ich, Bäume fällt, machen sie die Mauer kaputt, ne? Ja, perfekt. Dann ist der Kackding schon mal weg. Ja, ich weiß nicht, Ihr könnt das Tor auch dann irgendwann später bauen. Wenn wir da ein bisschen erweitert haben oder so. Also das Tor würde ich fast hier so in der Richtung machen, hier in die Richtung. Ja, die ja. Zwei Bäume müssen aber fast stehen bleiben, ne? Die benutzen wir ja. Ja, cool, oder? Dann hau ich ja das vielleicht noch weg. Aber die Bäume dann mit drin haben, oder? Die Bäume. Wäre schon cool, ja. Holy shit. Oh Gott, das wird jetzt eine Arbeit. Naja, es sind echt viele Baumstämme. Viele Baumstämme. Aber ich würde es vielleicht mich gar nicht auf diese Mauer jetzt konzentrieren. Ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich dachte eigentlich eher mich auf die nächste Höhe vorbereiten. Also nebenbei vielleicht irgendwann. Ja, genau. Weil ich habe Hoffnung, dass wir vielleicht dann nochmal irgendwann die Motorsäge oder sowas erwischen. Oder irgendwas, was uns ein bisschen stärker macht. Katan oder sonst irgendwas. Taucherzeugs, irgendwas finden. Ja. Wenn wir jetzt weiterspielen und uns auf die Mauer konzentrieren, dann vergehen wieder Tage und Tage und dann kommen immer mehr Gegner und stärkere. Da irgendwann haben wir voll verkackt dann. Ja. Wieso hängt hier kein bisschen Stoff mehr? Wie kein Stoff? Meinst du jetzt Fell oder was? Ja. Ne, wir haben ja beide letzte Male alle drei Hasenfälle habe ich verwendet, aber das war ja voll. Da ist noch ein Hasen. Ja, das weiß ich auch. So. Ach übrigens, in der letzten Folge, als wir aufgehört hatten, genau als wir aufgehört haben aufzunehmen, wurden wir angegriffen von Mutanten. Den haben wir schnell erledigt. Ah, ja, stimmt. Und wow. Tata! Da haben wir ein bisschen. Jetzt sehe ich die erst richtig. Genau. Das ist mal ein bisschen dunkel. Da unten sind auch Augen. Genau, wir wollten einfach mal schauen, wie denn so eine Mutantenrüstung komplett ausschaut. Aber im Kopf hat man nichts, Engel, weil letztes Mal konnte ich da nichts hinhängen. Ich glaube nicht, das sehen wir ja dann. Weil bei der Knochenrüstung hat man ja trotzdem was. Wie du ein bisschen Haut so am Oberarm hast, am rechten. Ach, du hast dir eine Knochenrüstung gemacht, ne? Mhm, eine Knochenrüstung. Ja, irgendeine Rüstung habe ich gebraucht, denn ich hatte gerade Knochen, haben wir so viel. Nein, Vogel, ich mag mich jetzt auf eine Tour vorbereiten. Oder sollen wir. Ich würde immer noch feiern, wenn man irgendwie so ein Baumwollfell fällt oder sowas irgendwie machen könnte. Wo man ein bisschen Stoff haben, sich anbauen könnte. Ja, das gut, ist gut. Dann wärst du einfach. Ja, ich glaube auch. Ja, dann wärst du einfach. Nee. Genau, ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal zwei Vögel. Und dann würde ich sogar sagen, wir können vielleicht da los eigentlich, oder? Ja, ich nehme gleich noch ein paar Stöcker mit, weil man weiß ja nie, wozu man Stöcker braucht. Irgendein Lager bauen oder. Vier Snack. Alle holen. Des Molotov-Cocktails. Ah, wir bräuchten mal wieder Uhren. Ah! Arsch. Jetzt, wo ich Vögel bräuchte, sind keine hier, oder was? Doch! Ich hack. Oh, Gott sei Dank. Hier habe ich einen Vogel für dich. Kommst du? Hallo. Nice, danke. Geil. Und das noch einer? So. So, zwei Vögel. Aber ich müsste eigentlich auch gleich was essen. Das ist mein Problem. Also ich bin voll. Duschmäßig, Wasserschlauch ist aufgefüllt. Aber ich nehme keine Medizin. Ich habe doch ein Medizin mit ihm. Ein einziges. Ah, ja, sicherheitshalber. Genau,
Ja. Aber nur eins, weil wir so jetzt viel... Jetzt kommen wir in eine Höhle, wo kein einziger Vizier. Ja, ich sehe es auch. Hä? Zack, das ist so ein Bärenzeichen, das komisch. Ja, ich wollte eins aufheben. So. So. Dann. Ah, ich kann Bomben. Achso, wir haben keine Uhren. Lul. Ja. Aber kann man Leitplatinen oder so auch hin tun irgendwie? Ins Regal? Stimmt, das wäre vielleicht. Gar noch. Nicht, nee, kann man aber nicht. Oh, das ist mal blöd. Aber Alkohol haben wir relativ viel gefunden, deswegen nehme ich nur eins mit. Alkohol habe ich drei. Nee, Alkohol nehme ich gar keins mit, ehrlich. Nee. Zack. Molotovs habe ich genug, 4 Stück, das reicht hoffentlich. Wasserbehälter ist voll. Dynamitstank. Ah, das wäre alles so schön. Gibt's hier nicht so eine Kiste oder sowas? Wo man das ganze Zeug hinlegen kann? Das ist doch scheiße, sowas. Medizin, ein Soda, ein Essen. Aber wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt eine neue Höhle finden. Weil bei den anderen Höhlen hätten wir überall Taucherzeug gebraucht. Pfeile. Da renne ich schnell hinter und hol mir ein paar neue. Puh. Wir können gleich in der Richtung dann bleiben. Hast du alles Wichtige dabei? Ja, aber ich habe Hunger und Durst. Ja, dann trink schon was, ess was. Genau. Weil wir müssen jetzt eh eine neue Höhle suchen, also. Nee, ich nehme mich jetzt vom Bären schnell. Okay. Mhm. Jetzt da ist kein Hase drin. So. Ich bin bereit. Wir verlassen wieder den sicheren Hafen. Ach, ganz ehrlich, die Hasendinge, die können wir echt abreißen, ehrlich. Die sind so sinnlos. So, jetzt habe ich nur die normalen Pfeile. So, man kann gar nicht beides mitnehmen. So. Schießen, die können wir gleich den normalen Pfeiler kurz weg. Oh, Panzertech kann man auch gebrauchen. Oh, da, nice. Das ist wichtig. Da sind eh keine Pfeile mehr da. Auswählen, welche Pfeile ich nehme. Du musst nach unten schauen und R drücken. Also wenn du den Bogen ausgerüstet hast. Okay. So. Hallo. Das war ein Item. Gut, los. Ja. Es wird gerade dunkel, ne? Das ist eigentlich ein bisschen suboptimal. Ja, eigentlich fail. Wir könnten aber hier, kann man hier vielleicht gleich schlafen oder so? Ja, aber da haben wir wieder Hunger und Durst, Alter. Ah ja.
Oder sollen wir schon in die Kammer da schlafen? Natürlich in den Zelten wieder nicht, oder? Ja, aber ich habe auch. Nee, es geht. Oh, scheiße. Nee, hey, komm. Hä? Dann gehen wir halt so bis rum. Finden wir vielleicht auch trotzdem eine Höhle oder so. Nee. Was? Wo? Hinterher. Wo ist das? Im Dunkeln ist es schwierig mit dem Bogen zu schießen. Nein! Das kriegen wir, das Reh. Ich hab's gerade verloren. Hey, das steht doch direkt vor dir. Das ist immer rennt, Alter. Es wird's wissen, dass die Pfeile gerade angeflogen kommen, Alter. Hä? Nicht um. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo ist das Ding? Zielen und. Ah! Hallo? Hä? Bin ich dumm? Ei. Oh. Was? Oh, die ganzen Pfeile. Ja, die liegen direkt dort, wo das Reh war. Wo ist das Reh hin? Ah ja, komm, das war fast tot, oder? Hä? Es reichen doch zwei Pfeile eigentlich. Müssen wir jetzt sagen, dass das Reh weg ist? Dass die Rehe nicht verrecken. Ohne Shit. Das nervt. Na gut, dann können wir ja jetzt weitergehen zur nächsten Höhle. Ja, so finden wir aber auch ganz schwer eine Höhle, ne? Grenzwertig, ja. Wenn wir angegriffen werden. Ja, komm, wir müssen fast schlafen. Das ja, wir sind eh jetzt in der Nähe, also. Das hat keinen Sinn, ich sehe nichts. Toll, jetzt haben wir nur noch 22 Pfeile. So. Genau deswegen. Das alles weiß aufleuchtet, so brr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 
Da ist kein Stoff. Doch hier. Achso, naja, ich weiß nicht, ob Stoff dabei war, das ist aber irgendein Achiever. Oh, das brauche ich. Die brauche ich. Ah, hier sieht's auch. Ah, hier ist eine Höhle. Ich wollte gerade sagen, hier sieht's so höhlisch aus. So, dann bauen wir hier gleich unser Ding hin. Jo. Da ist die Granatflagge. Oh, blaue Beeren. Ist mein Sackerl voll? Lila war's? Ne, was haben wir da gehört? Was ist. Achso, gelb ist eine andere Behausung gewesen. Haben wir es lila gemacht? Lila, ja, ich glaube schon. Hey, komm, naja. Rein mit uns. Puh. Yeah. Wow. Oh Gott, es ruckelt. Oh Gott. Ich höre schon überall ganz viel. Geh nicht an. Oh, es ist hier dunkel. Oh, hier ist eine Truhe, oder? Oh nein, nein, oh! Oh, Alter. Das war jetzt assi, komm. Komplette Rüstung weg mit einmal, Alter. Wow! Wow! Ja. Lol, seit wann hat der so eine Waffe? Hier war Stoff. Hier war eine Truhe mit Stoff, hast du das genommen? Oh mein Gott, geil. Oh. Geh an. Geh mal in die andere Richtung, weil, also... Ja, warte, schau mal, geht's hier weiter? Oder ist hier Dead End? Da geht's weiter. Ja, hier geht's weiter, okay. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Weil da hinten was hell war. Ah, oh, noch ein Koffer. Oh, ja! Ganz viel Stoff. Oh, geil. Hier nochmal eine Truhe. Oh, oh, ganz viel Stoff. Oh, geil, Alter. Oh, das haben wir gebraucht. Oh, hier sind wieder Münzen, Leichen. Armbanduhr. Was? Weg. Ja. Ja, der hat doch auch eine Armbanduhr dran. Warum kann ich die nicht nehmen? Hier Stoff und Snacky. Ich komme. Das Licht an. Oh, Geld, Batterien! Geld. Ja, sowas habe ich schon. Eine Trinkflasche? Ja, nee, Haarspray. Oh, hier kann man was aufheben, immer ein Hinweis. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Haarspray, glaube ich. Ach so, Haarspray. Was konnte man mit dem Haarspray eigentlich gleich machen? Flammenwerfer. Plantine, kann man auch immer gebrauchen. Kann man hier irgendwie... Ah, hier ist eine Plantine. Oh, ich kann sie nicht mitnehmen. Ich auch nicht mehr. Ja, gut, aber du hast hier eine Uhr, du könntest eine Bombe bauen und dann die Plantine mitnehmen. Naja, das ist... Das ist so. Weil ich habe jetzt keine Uhr, ich weiß... Oder... Doch, ich habe eine Uhr. Dann bauen wir schnell eine, ha? Huh? Ja. Was fehlt mir noch? Klebeband, genau. Zack. Zack, perfekt, München, Alter. Zack. Ja, das ja. Ist gut, ja. So. Oh, da ist noch... Oh, geil. Noch mehr Stoff. Wie viel Stoff habe ich denn jetzt? 24, Alter. Ich glaube, so viel Stoff hatte ich noch nie. Ich überlege gerade gleich nochmal... Ich überlege gerade echt gleich Rüstung zu bauen. Oder... Also wie viele Knochen braucht man denn? 6. Hm. Ich hätte genau 6 dabei. Ja, warte, ich baue mir mal eine. Ich auch. Ich habe jetzt, hab jetzt 3 verschiedene Rüstungsteile. Geil. Knochen, Lurch, Mutant. Gut, hier ist... Oh, Nummerstoff. Erinnerst du dich an die? Ach ja, das war die, die nicht gehorcht hat, ne? Wollen. Oh, das wirst du mal aufnehmen. Alter, welche Story-Elemente es jetzt gibt. Die Frage ist jetzt: Wollen wir hier die Wand durchbrechen? An Trump richtig sauer machen oder gehen wir die andere?
Trump richtig sauer machen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir erstmal die Folge beenden? Weil wir sind genau bei 30 Minuten. Ach so. Oh ja, stimmt. Und dann entscheiden wir das in der nächsten Folge, darf ich sagen. Alles klar. Ja, dann gehen wir schon zum Feuerchen hier. Alles klar. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao.